Toni, der Totschläger, einzigartig. Jetzt hier auf YouTube die Eins, nicht artig. Let's Plays aus dem Ghetto zu brutal. Überzeug dich doch selbst, abonnier mein Kanal. Toni, der Totschläger, einzigartig. Jetzt hier auf YouTube die Eins, nicht artig. Let's Plays aus dem Ghetto zu brutal. Yo, 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 meine Freunde, herzlich willkommen hier zurück zu The Witcher 3 Wild Hunt. Zum dritten Part zu The Witcher 3. Ihr wisst Bescheid. Ja, jetzt Flieder und Stachelbeeren. Fragereisende nach Yennefer. Frag mich, warum die nicht einfach Jennifer genannt haben. Aber okay. Aber erstmal reden wir hier mit Wladimir, ja? Alter. Wir sind jetzt seit einem Jahr mehr. Weißt du, dass es schon ein halbes Jahr her ist, seit wir den Bies in Vorone gejagt haben? Ja, obwohl es nicht nur ein Bies war. Bies. Bastard. Dugan? Möge die Erde leicht auf ihm ruhen. Die Dinge waren schon mal einfacher. Monster waren böse, Menschen gut. Jetzt ist alles durcheinander. So war das schon immer. Du hast es nur vergessen. Ha, du musst gerade auf meinem Alter herumreiten. Du bist selbst schon fast 100. Ha, heftig. 100? Egal, Kacke. Bis später, Wesemir. Bis später, Wladimir. Mach's gut. Okay, quatschen wir hier mal mit denen. Ich suche jemanden. Und wir suchen Ruhe und Frieden. Geh mir aus den Augen, Mutant, bevor dein Atem mein Bier sauer werden lässt. Bevor dein Atem mein Bier sauer werden lässt. Junge, brutale Panschein. Dialoge Axi. Bei Optionen, die mit Axi, wahrscheinlich mit einem Dreieck markiert sind, setzt du das Axi-Zeichen ein, das andere beeinflusst und ihnen deinen Willen aufzwingt. Um besonders widerspenstige Personen zu verhexen, die Axi sonst möglicherweise widerstehen könnten, investiere in die Fertigkeit Täuschung im Charakterfenster. Okay. Rede sofort, Alter. Eine schwarzhaarige Frau in schwarz-weißer Kleidung. Habt ihr die gesehen? Redet. Sie ist angeblich vor ein paar Tagen durchs Dorf galoppiert. So schnell, dass sie Radobor in den Graben geritten hat. Wo ist sie hin? Weiß nicht. Viele Spuren führen weg von der Hauptstraße. Sie kann überall hingeritten sein. Verdammt, Leute! Der Mutant kapert Mieszkos Verstand! Mhm, und deine Zunge nehme ich auch gleich, wenn du nicht still bist. Eierkopf. Sauber, wir haben ihn zerrissen auf jeden Fall. Ich habe mal mit ihm geredet gehabt. Ich habe genug getrunken. Alles dreht sich. Das ist nicht der Fusel, sondern Hexerei. Ach so, so nennt man Alkoholismus heutzutage. Scheiß Säufer da. Scheiß Hamburger. Scheiß Pimmelberger. So. Gucken wir uns hier nochmal um. Können ja diesen Dings machen. Vielleicht sehen wir hier noch irgendwas Cooles. Reden wir mal mit ihr. Brauchst du sonst noch was? Magst du das Gesetz Nilfgaards? Was gibt's da zu mögen? Es ist wie jedes andere auch. Man wird besteuert, dies und das wird requiriert. Aber sie sichern den Frieden im Dorf. Das muss ich ihnen lassen. Trauerst du nicht um Temerien? Ich habe vor einem halben Jahr darum getrauert, als König Volksest ermordet wurde. Jetzt will ich nur Frieden. Na, okay. Leb wohl. Dann hau rein, Alter. Ah. Was? Ah! Ah! Scheiße. Sie macht ja voll die Geräusche. Was ist hier mit den Atzen, Alter, am Tisch? Reden wir erstmal hier mit Bauer. Was für eine Zeitverschwendung. Die Erde umkreist die Sonne, bevor du diese Regeln verstehst. Hast du kurz Zeit? Warum nicht? Aldert Geert, Assistenzprofessor für zeitgenössische Geschichte an der Akademie Ochsenfurt. Geralt von Riva, ausgebildeter Hexer. Ich suche nach einer Frau. Lange Haare, schwarz-weiße Kleidung. Hast du so jemanden gesehen? Natürlich nicht. Im Gegensatz zum Pöbel weiß ich, dass die Reiterin des Krieges ein Hirngespinst ist. Reiterin des Krieges? Wer soll das sein?
Reiterin des Krieges? Worum geht es da? Um ein Omen, sagen die Leute. Eine schöne Phantomfrau reitet nachts durch die Felder. Sie entspricht deiner Beschreibung. Armeen folgen ihr und ihren Weg zu kreuzen bedeutet Unglück. Den letzten Teil kann ich bestätigen. Weißt du, wo sie gesehen wurde? Nein, ich interessiere mich für Tatsachen, nicht für Märchen. Okay. Was machst du hier? Hier würde ich keinen Gelehrten erwarten. Du fliehst wohl vor dem Krieg. Ganz im Gegenteil. Ich bin hinter ihm her. Ich will zur Front. Lebensmüde? Ich suche Wissen. Das ist mir wichtiger als das Leben selbst. Diesen Durst kann kein verstaubter alter Foliant stillen. Ich will die Invasion Nilfgaards mit eigenen Augen sehen, sie verstehen und in meiner Chronik aufzeichnen, meinem Hauptwerk. Schreib über den Krieg, wie er wirklich ist, geh zu deinen Büchern zurück. Interessant. Wir brauchen jemanden, der den Krieg beschreibt, wie er wirklich ist. Keine bunten Banner und bewegende Ansprachen von Generälen, sondern Vergewaltigungen, Grausamkeit und sinnlose Gewalt. Ah, wie ich sehe, fehlt dir der Schliff der Akademie. Vergewaltigungen und Grausamkeit sind Details, die im Kriegsverlauf nicht zählen. Zierat auf dem Mantel des Konflikts sozusagen. Sag das den Leuten, deren Häuser niedergebrannt wurden. Okay. Hat der Krieg Novigrad schon erreicht? Nein, aber das ist nur eine Frage der Zeit. Nilfgaard steht am einen Ufer, Redanien am anderen. Gierig wie Hunde über einem Knochen sabbernd. An dem Knochen hat sich schon mancher Herrscher verschluckt. Stimmt. Wir schätzen unsere Freiheit in Novigrad und wissen, wie wir für sie kämpfen. Vor allem die Gelehrten. Das Schwert ist nicht die einzige Waffe. Vergiss nicht, dass es Architekten aus unserer Akademie waren, die die Stadtmauern entworfen haben. Und noch keine Kriegsmaschine hat sie zerstören können. Okay. Ja, leb wohl. Ich muss los. Bis dann. Hau rein. Warte mal, Hexer. Du bist doch ein Mann von Welt. Spielst du vielleicht Gwind? Nein. Hab auch keine Zeit, es zu lernen. Aber die Regeln sind ganz einfach. Komm, wollen wir spielen? Ja, auf jeden Fall. Zeit mal her. Warum nicht? Wunderbar. Also, es funktioniert so. Oh Mann, jetzt kommt vor der Film. Willkommen bei Gwind. Gwind ist ein altes Kartenspiel der Zwerge, das den Zusammenstoß zweier Armeen darstellt. Die Spieler sind Generäle, die Karten sind ihre Streitkräfte. Du beginnst. Okay. Zuerst ziehst du 10 Karten. Das ist in diesem Spiel deine Hand. Du ziehst danach keine Karten mehr. Setze diese 10 also klug ein. Lege eine Karte ab und ziehe dafür 2 neue. Stärke der Einheitskarte. Die Einheitskarte, die Zahl hier oben liegt, zeigt ihre Stärke an. Wird die Karte auf dem Schlachtfeld platziert, wird dieser Wert der Gesamtstärke des Spielers hinzugefügt, der sie ausgespielt hat. Okay. Dies ist das Kampfreihensymbol der Einheit. Das Symbol zeigt die Schlachtfeldreihe an, in der die Karte gespielt werden kann. Okay. Spezialfähigkeit von Einheitskarten. Manche Einheiten haben Spezialfähigkeiten. Die Spezialfähigkeiten dieses kartwenischen Belagerungsexperten heißt Moralschub und gewährt allen Einheiten in der gleichen Reihe plus 1 Stärke dazu. Okay. Wetterkarten. Wetterkarten gehören zu den Sonderkarten. Sie reduzieren die Stärke aller Karten eines bestimmten Typs auf dem Schlachtfeld. Auch die eine der eigenen Karten. Oha, Alter. Das Spiel zu lernen ist ja voll der Film, Alter. Zu Beginn des Spiels kannst du bis zu 2 Karten abwerfen und neue ziehen. Überspringen wir diesen Punkt fürs Erste und kommen direkt zum Spiel. Okay. Hier siehst du das Schlachtfeld. Dies ist deine Seite. Das ist die Seite deines Gegners. Bei jeder Runde können die Spieler eine Karte auf dem Schiff platzieren oder passen. Jeder Kartensatz hat einen Anführer, der dann bringt eine Spezialfähigkeit mit, die pro Schlacht nur einmal eingesetzt werden kann. Du kannst die Spezialfähigkeit jederzeit einsetzen, indem du Viereck drückst.
Ausspielen von Karten. Drücke X, um meine Karte aus deiner Hand auszuwählen. Drücke noch einmal X, um sie auf den Schlachtfeld zu platzieren. Okay. Anführerkarte einsetzen. Na toll, und woher weiß ich jetzt, was welche Karte kann? Dann werde ich erstmal eine 5 ab. Für Frieden zu fahren in der Sunfire hineinzuhalten. Ja. Jetzt bin ich 5 stark. Zahl links bei dem zeigt deine aktuelle Gesamtstärke deiner Einheiten. Die Zahl rechts zeigt die aktuelle Gesamtstärke der betreffenden Reihe. Beide Zahlen werden aktualisiert, wenn eine Karte gespielt wird. Am Ende der Runde gewinnt der Spieler mit der höchsten Gesamtstärke. Wenn du am Zug bist, kannst du passen, indem du Dreieck gedrückt hältst. Wenn du passt, kannst du in dieser Runde keine Karten mehr ausspielen. Dein Gegner kann weiterhin Karten ausspielen, bis er ebenfalls passt. Du sollst passen, wenn du zuversichtlich bist, mit den bereits ausgespielten Einheiten gewinnen zu können. Oder um den Gegner gewinnen zu lassen und deine Karten für die nächste Runde aufzubewahren. Und er endet, wenn beide Spieler gepasst haben, dann wird die jeweilige Gesamtstärke ihrer Einheiten und damit Rundensieger bestimmt. Alle Karten auf dem Schlachtfeld werden abgeräumt. Gesamtstärke aller Spieler wird auf 0 zurückgesetzt. Okay. Ja. Zwei Fünfen hat er am Start. Muss ich noch Dings. So eine. Reinballern. Ström und Selbstverringerung und riecht nach Pisse. Okay. Dann baller den mal rein, ne? Ah, damit habe ich mich selber geschwächt. Das ist ja gay. Habe ich noch irgendwas vom Schwert her? Nur das. Ich peile das nicht so ganz, aber im Moment fühle ich ja extrem. Sieht gut aus. Dein Gegner passt. Na, ich passe auch, ne? Der Rundenverlierer verliert auch ein Lebensedelstein. Das Spiel ist vorbei, wenn einer der Spieler beide Lebensedelsteine verloren hat. Ah, aber ich habe jetzt gar nichts mehr. Er hat bestimmt noch voll die Sachen auf Tasche. Okay. Weiteres König Temerians. So. Nach extrem dichter Nähe spiel die Karte sofort aus. Okay. Dein Gegner ist am Zug. Am Abzug. Motherfuckers wollen Beef. Gutes Wetter. Oh shit. Ah, was, da steht immer gar nicht, was das beste vielleicht ein Verwesen nicht zu schnell. Ja, aber ich sehe hier vorher, ah, oh, meine beste Karte habe ich gefickt. Ja, das sieht man ja gar nicht. Jedenfalls habe ich nicht gepeilt, wo das steht. Dein Gegner passt.
Nilfgaard gewinnt unentschieden. Dein Gegner hat die Runde gewonnen. Was? War doch unentschieden. Was? Das ist keine Chance zu passen oder gehen. Manchmal ist es besser, die Karten für später aufzubewahren. Okay. Ja, so heftig war das jetzt nicht, aber es waren zwei Unentschieden. Warum gewinnt er dann, Alter? Ist kein Spiel für jeden. Man muss analytisch denken können. Halt's Maul. Wenn du mal in Ochsenfurt bist und gegen einen echten Meister spielen willst, frag nach Stjepan. Er ist ein schlichter Tavernenwirt, aber Gewinn spielt er wie kein Zweiter. Ich denke dran. Danke. Ich will das gewinnen, Alter. What the fuck? Okay, gut zu wissen. Ist irgendwie ein cooles Spiel. Ballert. Okay. Was kann ich mit der Katze machen? Nix. Hier schiebe ich wieder Optik. Kann ich nochmal gegen ihn spielen? Ich suche eine Frau. Wie jeder. Nicht wie jeder und nicht irgendeine Frau. Meine riecht nach Flieder und Stachelbeeren und ist schwarz-weiß gekleidet. Zwei Schnäpse. Der wird deine Stimmung heben. Gut, ich trinke was. Gut, ich trinke was. Können wir zur Sache kommen? Hast du sie gesehen oder nicht? Jennifer von Wengerberg? Heftig. Das sind Schnäpse? Feuerkrug. Ihren Namen habe ich nicht gesagt. Aber du hast sie perfekt beschrieben. Und was ich mal gehört habe, vergesse ich nie mehr. Kann nichts dafür. Was? Nilfgaardischer Zitronenwodka? Woher kennst du ihn? Und wer bist du? Woher kennst du Jennifer? Welch eine Frage. Aus Meister Rittersporns Balladen natürlich. Andere Möglichkeiten hat ein bescheidener Kaufmann nicht, mit wahrer Größe in Berührung zu kommen. Sofern er nicht so viel Glück hat wie ich, heißt das. Und auf einen äußerst geduldigen Hexer stößt? Auf Geralt von Riva selbst, den Schlechter von Blaviken. Weißt du, wer ich bin? Und kennst du mich auch aus Meister Rittersporns Balladen? Auf deine Gesundheit. Hast du Jennifer gesehen? Verzeih mir, aber ich muss fragen. Geht es um die Liebe? Geht dich nichts an. Ja, ich als Vagabund verdiene keine Erklärung. Was weißt du? Sag's mir. Bevor du kamst, wäre ich nie auf die Idee gekommen, dass das Jennifer war. Wer hätte ahnen können... Komm zum Punkt. Ein nilfgaardischer Späher der örtlichen Garnison hat sie gesehen. Wo? Bei ihrem Lager. Sie ist da reingeritten, mitten in der Nacht, schwarz-weiß, Stachelbeeren und, sie hatte einen harschen Austausch mit dem Garnisonskommandanten und ist davon geprescht. Wohin? Ich bin nicht allwissend. Frag in der Garnison. Danke. Wir Männer der Straße müssen zusammenhalten. Vielleicht bin ich eines Tages in Schwierigkeiten und du bist in der Nähe und kannst helfen. Okay, chillig. Das haben wir gerissen. Ist hier irgendwas? Oha. Kannst du erst dann wieder sprinten, wenn es sich generiert hat. Dann müssen wir Dings. Schutzschild, magische Falle. Feuerschaden. Na, wir nehmen mal hier den Feuerschaden. Einfach so auf Chill rein. Und jetzt gehen wir nochmal zu ihm hier. Mal eine Runde zocken, da Digga. Bist du ja. Soll ich geben? Lass uns spielen. Spielen wir dein Spiel. Jetzt ist er spielsüchtig, Alter. Thank you.
Wieso Spiel aufgeben? Ach so, ich muss erstmal alle meine Karten zusammenpacken oder was? Ne, das ist meine Kartensammlung. Da Karten im Satz. Oh, Spiel starten. Nicht genügend Einheitenkarten. Aber jetzt, oder? Dann beginn mal, Digga. Lege eine Karte ab und ziehe dafür eine neue. Sauber, sieht doch gut aus, Alter. Dein Gegner ist am Zug. Okay, beim Schwert hat er Dings. Ich lasse mal eine Vierer rein. Jetzt hat er da 5. Was ist das hier? Da kommt unten rein. Trotzdem, wo kann ich das hier sehen? Weil ich nicht ganz. Extrem dichter Nebel und Dings. Da steht gar nicht, wo das hinkommt, Alter. Alle Nahkampfarten bei der Spieler auf 1. Fernkämpfer. Achso, okay. Fernkampf hat da noch nichts drin. Was mach ich denn jetzt, Alter? Dann haben wir mal 4. Du bist am Zug. Na ja, die 4er nochmal. Na, zweimal dieselbe Karte hat auch nochmal ein Dings gemacht, ne? Friert er mich jetzt ein oder was? Ich passe einfach mal. Na, hau deine Karten raus. Ist nicht schlimm. Jetzt versuche ich ihn natürlich damit jetzt wegzubamsen. Aber ich glaube, das hat wieder nicht geklappt. Mal gucken. Erstmal die hier rein. Er hat schon gepasst. Okay. Wenn du das so siehst, Digga. Du bist am Zug. Erstmal so. Fernkämpfer. Was? Kann neben einer Karte mit denselben Namen, um die Stärke bei der Karte zu verdoppeln.
Sauber. Das ist gut. Ja, mach ruhig, und? Naja, Alter, das ist scheiße. Obwohl, Alter, mir bleibt nichts anderes übrig, ne? Der Gegner passt. Ja, dann hat er doch verloren, oder nicht? Sauber, damit habe ich gewonnen, Alter. Sehr, sehr schön. So muss das auf jeden Fall laufen, meine Freunde. Interessante Runde. Sag Bescheid, wenn du noch eine willst. Zeug dann Chivai. Okay. Was ist das für ein Gegenstand? Hab ich den hier jetzt so drin? Was war das für ein Gegenstand? Hennefers Brief, Hühnerbein, Hühnchen. Na, ah, den hat man bestimmt als Dings hier gekriegt, ne? Nur für die Karten, denke ich mal. Aber was soll das sonst sein? Was ist das hier überhaupt? Ey! Verfügbare Punkte. Was sind das hier für Sachen? Defensivtechniken der Wolfsschule. Starker Angriff. Ne, das kann man erst alles dann nachträglich, wenn man die Punkte bekommen hat, reinpacken, also. Cool. Na, alles, ich habe noch 0 verfügbare Punkte. Achso, okay. Cool, cool, cool. Meditation bringt mir ja eh nix. Was ist das hier? Fangule. Okay. Nexa-Sinne, die ist das. Das sind einfach die Tutorial-Sachen. Das ist auch alles klar. Alchemie. Inventar. Noch weiß ich nicht, was ich hier so... Was ich hier bekomme. Oh doch, da unten. Zoltan Chiva. Was stand da? Hey, neue Gegenstände. Gewinnkarte, gewöhnlicher Gegenstand. Achso, okay. Das war eine Gewinnkarte, korrekt. Haben wir auf jeden Fall eine Karte gewonnen. Alles klar, meine Freunde, dann würde ich sagen, Alter, wir sehen uns im 4. Part, Alter. Wenn es weitergeht hier in The Witcher 3 Wild Hunt, euer Toni ist raus. Lasst den Video einen Daumen oben nach oben da, wenn ihr findet, Alter, dass der Toni das hier gut macht. Wie gesagt, ich spiele das ganz oft chill und schön lernen und alles angucken, ne? Ich bin nicht so einer, hey, komm, wir müssen das jetzt schnell durchspielen, Alter. Wir brauchen YouTube-Money oder so. Fick den Scheiß, Mann. Mir ist egal, Alter, wie viel 100.000 Milliarden von Parts die Leute hochladen innerhalb von 2-3 Tagen, Alter. Darauf scheiße ich. Wir wollen auf jeden Fall hier alles ganz langsam erkunden und durchleuchten, Alter. Das Spiel ist auf jeden Fall der Hammer. Und ja, abonnieren statt onanieren, Alter. Nee, immer die Flinte schrubben oder den Kitzler bimmeln, Alter. Ihr wisst Bescheid, der Toni ist raus, Alter.